Jack, Richard Fausch, my whiskey friends. Welcome to my whiskey chat. Whiskey! Geo Gritchell Fowles, my whiskey friends. Welcome to my whiskey chow, whiskey doc. What you do, man? yeah. What's the crack with scam up my multi mate some more credits? Oh, alles gut bei euch? Ja, ich hoffe, es ist alles wieder gut bei euch. Bei mir ist wie immer alles gut. Jeep fährt sich Bombe. Also, dieser Wagen ist. 1A kann ich sagen, dieser Jeep, den ich habe, macht Spaß. Ich fahre jeden Tag Auto, jeden Tag bin ich unterwegs. Benzin oder Diesel, alles geht hoch und ich fahre jeden Tag Auto. Yeah! Okay, wir sind ab heute nicht da, um Auto zu berichten. Können wir auch machen, ist kein Problem, wenn ihr Fragen habt an Jeep Cherokee. Ich kann euch viel darüber erzählen und sagen. aber wir machen heute ein Whisky-Video. Was habe ich heute für ein Whisky? Ich hab heute, bin heute wieder mal bei Tarnavulin. Hier haben wir die Umverpackung. Ist fast eigentlich identisch mit der anderen Umverpackung von den anderen Red Wine Cast. Ist die Red Wine Cast Edition. Bloß, dass hier unten eine, hier kann man besser sehen, eine 3 steht. Und bei die andere steht eine 1. Habe ich jetzt da hinten aber schon zu stehen. Habe ich jetzt keine Lust wieder zu holen. Ist gleiche Verpackung. Und hier steht, dass es in deutschen Eichenfässer, also in German, nicht Eichenfässer, in German, I don't know, the German Pinot Noir? Pinocchio Whisky? Pinot Noir Cast Finish. Also hier ist Französisch. So. Ihr könnt ihr sehen, da, okidoki, ich kann das nicht, Französisch ist nicht meine Sprache. Ja, hier haben wir die Flasche, ein richtig dunkler Whisky, hier oben auch schön gemacht, so mit die Weintrauben. Ich denke mal, ist ein, also ich denke mal, ist natürlich ein roter Wein, deswegen auch Red Wine Cast. I don't know what I say on the day. What's going up, man? Okay, so, dann werden wir ihn erstmal eingießen. Ja, Tarnavulin, also Tarnavulin hatte ich schon ein paar Whiskys. Boah, hatte ich schon ein paar Whiskys. Und zwar, ich glaube, 4 Stück, genau. Alle, die es gibt, glaube ich, hatte ich von denen. außer, ich glaube, ein 25 oder 30 Jahren gibt es, glaube ich, auch. Weiß ich aber jetzt nicht genau. Ja, Farbe Kupfer, aber wie gesagt, ist gefärbt, kann man ja trotzdem mal zeigen, weil wer möchte trotzdem das sehen hier. Sonst eigentlich ungefärbte Whisky zeige ich nicht. Gefärbte Whisky zeige ich nicht, ungefärbte Whiskys, ja, die zeigt man ja erst recht. Was wollte ich sagen? Ja, hatte ich 4 Stück, haben mir alle 4 gefallen. Von der anderen Red Wine Cast Edition hat mir auch sehr gut gefallen. Und die anderen 3 auch, der im Bourbonfass war gut und dann sind es noch 2. Also insgesamt sind jetzt 5. 5 sind es mit denen hier, genau, 5 Stück. 2 in Red Wine Cast, einer im Bourbon Cast und einer war in diesem Tempel, Rample, Gamble, I don't know. Ja, irgendwas mit Tempelritter. No. Ist ja auch egal, wir sind ja heute bei diesem Whisky. Ja, Tarnavulin habe ich auch schon alles gesagt. Wurde, glaube ich, wieder neu eröffnet 2007 oder so. Oder wurde es da geschlossen? Ich glaube, neu wieder eröffnet. So war das irgendwie gewesen. Mehr braucht man eigentlich nicht sagen, weil ich alles andere schon dazu gesagt habe. Ja, so, then we make an housing. Ach, man kann auch sagen, dass er vorher in amerikanischen Weißeichenfässer gereift ist und dann hat dann hier das Finish bekommen in diesen deutschen Rotweinfässer. Deutsche Rotweinfässer mit französischem Wein oder so? Keine Ahnung, wegen französischem Name? I don't know. Okay, let's go. Ah. Da, das spiegelt gleich, das hier wieder die Trauben. Die habe ich gleich in meiner Nase. Die roten Trauben. Ja. Dunkle Trauben, meine ich.
Rote Beeren natürlich. Schöne Kirschen. Ja. Sehr, sehr schöne Kirschen. Eine unheimliche Süße wieder drinne. Hat etwas vom Geruch her vom Manch, das habe ich aber schon mal in anderen Videos gesehen. Zeitraffer hier. Habe ich das schon mal in anderen Videos gesagt, hat mich schon mal so ein bisschen Erinnerung an auch Dalmor. Wer Dalmor mag, der kommt hier auch auf seine Kosten. ...40% Alkoholvolumen kühl gefiltert und gefärbt, habe ich schon gesagt, wa? Gefärbt, ja, habe ich ja schon gesagt. Ja, die schöne Süße. Hab auch hier jetzt Lakritze drin. Lakritz. Ja. Schokolade, ja. Das kommt so, würde ich sagen, mehr geht es in dunkle Schokolade. Angefangen hat es so mit etwas Vollmilch. And now it comes dark chocolate. Ja, die dunkle Schokolade. Ein paar Rosinen haben wir jetzt auch. Die kommen. Okay. Schön dominierend, aber die Kirschen diesmal. Schön kräftige dunkle Kirschen. Schöne, dunkle, kräftige Kirschen. Kräftige Arnold Schwarzenegger Kirschen. Richtig Power. Yeah. Cool. Also in der Nase schon wieder wunderbar. So, we make the Irish toast. In Britain, a cup of tea is the answer to every problem. But in Ireland, we drink a mug of whiskey and we solved each problem. Sláinte war. Wow. Habe ich jetzt. Ich wollte gerade sagen, habe ich hier einen Kirschsaft? Krass. So weich wie Saft, sage ich jetzt mal. Ja, wie Saft. Krass. Die Kirschen. Süße. Oh, eine unheimliche Süße dahinter. Wow. Richtig. Die Schokolade. Aber die Kirschen sind richtig krass. Jetzt kommen so ein bisschen Pflaumen. Aber wenig, wenig. Ganz dominierend die Kirschen. Ja. Jetzt in der Nase Erdbeere, aber Erdbeere habe ich nicht im Geschmack. Die Nase kommt jetzt die Erdbeere, aber schöne Kirschen, richtiger Kirschsaft. Zucker kommt jetzt. Ich würde mehr tendieren zu Braunzucker. Ja, yeah. Okay. Oh, ich wollte erst sagen, ein mittellanger Abgang, aber jetzt zum Schluss. Wenn man den so ein paar Sekunden oder so 10 Sekunden, wie ich gerade, so in den Mund hat und runtergeschluckt, danach kommt die Vollmilchschokolade. Keine zartbitter oder dunkle mehr, die man in die Nase hat. Es wechselt wieder zur Vollmilch. Ganz komisch. The chocolate cherry whiskey. You slant sugar. Wow, die Süße ist so krass. Heftig. Jetzt ballern die Zitronen raus. Kirschen bleiben. Dunkle Johannisbeeren kommen. Kaffee ist nicht dabei.
den man ja öfters bei so Tiefroten hat. Aber die Beeren, die Kirschen, Saft, ja. Jetzt wird so die Kirschen, wie sagt man, Sauerkirschen, so ja, dass man ein bisschen so macht. Meine Fratze wieder. ja, wunderbar. Der Zucker klebt schön im Mund, cremig im Mund. Mm. Und die Schokolade kommt wieder, es bleibt bei voll mit Schokolade, würde ich sagen, mit den Kirschen. Wow, ja, wieder nicht enttäuscht von Thunderbullen, mich wieder begeistert, schon zum vierten Mal. Fünfte Mal, genau, nee, vier. ja, vierte Mal und ja, und was wollte ich sagen, ja, der Preis, ja, unschlagbar, Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesen Whiskys, wirklich unschlagbar, kann ich nur sagen, kostet so um 23, 24 Euro wieder mal, kann man nichts falsch machen, also diesen Whisky kann ich euch, wer steht auf Kirschen und so, Kirschsaft und so eine Sachen, Süßigkeiten, sage ich jetzt mal, alles so, hier, könnt ihr kaufen, die Flasche, wunderbares Ding. Werde ich nachher erstmal zwei Mates, die nachher kommen, hier anbieten. Die können den gleich mal probieren. Ich hoffe, die trinken den nicht gleich wieder aus. die saufen nämlich immer so viel. ja, sind halt Iren. ja, und den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei diesem Whisky wieder 1A. Ich bin begeistert von diesem Whisky. Ja. Wie alle Thunderbullen, die mir bis jetzt gefallen haben, dann sage ich ganz einfach wieder mal, euch wünsche ich euch ein schönes Wochenende, bleibt alle gesund, grüßt eure Familien und ja, habt alle lieb, die ihr lieb habt und bis zum nächsten Mal. See you later, Slum.